Erste Sneaky Peaky Eindrücke von unserem Virtual Digital Retro Park on a Card Game Boy Spiel, welches sich in diesen Tagen in seiner Komplettierung befindet. Wenn ihr noch stolzer Besitzer eines Nintendo Game Boys seid, dann seid ihr potenziell dazu in der Lage, mit diesem Spiel das Digital Retro Park Museum virtuell zu besuchen. Und das ganz ohne Impfung, Maske und Mindestabstand. Euch erwartet nahezu unsere gesamte Ausstellung an Computern und Konsolen, wie sie auch in Offenbach stehen, kombiniert mit interessanten Infos und freilich kommt auch der spielerische Aspekt nicht zu kurz. Ganz in der digitalen Spielekultur verhaftet sind freilich auch ein paar Easter Eggs versteckt worden. Sobald das Ganze verfügbar wird, bekommt ihr selbstverständlich sofort Info. Spendenkassensturz. Ja, der vergangene Monat war vergleichsweise verhalten. In Summe kamen 269,61 € zusammen. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns natürlich auch dafür wieder ganz besonders bei Sven Eiermann, Daniel Da Silva Santos, Björn Schulz, Steffen Jachno, Dennis Pauler, Gregor Gramlich, Andreas Organzidis, Olaf Haug, Uta Daden, Tobias Lassmann, Stefan Dirks und Werner Brennecke. Und jetzt mal eine richtig gute Nachricht. Am kommenden Samstag, dem 12.06.2021, planen wir das Digital Retro Park Museum zum ersten Mal in diesem Jahr wieder für euch zu öffnen. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist während eures gesamten Aufenthaltes natürlich immer noch Pflicht. Entweder bringt ihr eure eigenen Handschuhe mit oder ihr erwerbt bei uns vor Ort ein paar Baumwollhandschuhe für 1 €. Es muss sein, da wir ja ein Mitmachmuseum sind, bei dem die Exponate ausdrücklich angefasst werden sollen. Damit es hier zu keinen ungewollten Verschleppungen kommt, gibt's eben die Handschuhe. Maximal dürfen 25 Besucher insgesamt in das Museum und es gilt auch weiterhin das Abstandsgebot zwischen Besuchern aus unterschiedlichen Haushalten. Eure persönlichen Daten werden nach wie vor beim Erwerb der Eintrittskarte erfasst, sicher abgelegt und nach spätestens 2 Monaten wieder vernichtet. Das Commons Café bleibt erstmal geschlossen, ihr müsst euch also wieder selbst um Verpflegung kümmern, was aber kein Problem darstellen sollte, denn mit eurem Eintrittsarmbändchen könnt ihr ja rein und raus aus dem Museum, so oft wie ihr es an einem Tag wollt. Denkt aber bitte daran, dass das Essen und Trinken nach wie vor im Museum nicht gestattet ist. In der Hoffnung, dass diese freudige Nachricht nicht wieder nur eine Nebelkerze ist, freuen wir uns darauf, euch am kommenden Samstag und an den danach folgenden Samstagen wieder im DRP-Museum begrüßen zu dürfen. Hoffentlich ist das ein weiterer Schritt zurück zur Normalität, welche so bitter vermisst wurde im vergangenen Jahr. Einfach mal wieder in das Digital Retro Park Museum schlendern, ein paar Runden an den Konsolen spielen, ein paar Zeilen Basic tippen, Spaß haben mit dem Video Setup am Amiga 2000 und natürlich mit uns fachsimpeln, was das Zeug hält. Wir freuen uns auf euch. Trotz alledem hier aber auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Bitte schaut kurz vor eurem Besuch sicherheitshalber noch einmal auf unserer Homepage digitalretropark.net. Es ist in diesen unsicheren Zeiten leider nie auszuschließen, dass sich kurzfristig noch etwas ändert. Wir wollen unbedingt vermeiden, dass ihr unverschuldet vor verschlossenen Türen steht. Also, Daumen drücken, das Beste hoffen und dann bis Samstag. Man sieht sich.